Sie hat eine lange Tradition. Seit so viel Wildtier, wenn noch nie. Wo steht die Jagdhütte in der Schweiz? Was läuft gut? Und wo stellen sich Fragen? Was leisten die Jäger für die Natur? Und was für eine Forst und für die Landwirtschaft? Was macht die Jagd so spannend? Und was macht sie nötig? Wie clever die Wildtiere mit den Jägern umgehen. Eine Geschichte von wilden Tieren und noch viel mehr von Menschen in diesem Land. Willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zum ersten Netz Natur im neuen Jahr, einer Spezialsendung zu einem ziemlich emotionalen Thema. Ich werde Ihnen in den nächsten 100 Minuten erzählen, was das Netz Natur-Team bei seinen Recherchen und Dreharbeiten alles erlebt und dokumentiert hat, wo wir uns mit der Jagd in der Schweiz befasst haben. Und zwar machen wir das jetzt im Januar mit ein bisschen Distanz, mit einem Blick zurück auf die letzte Jagdsaison, die mit dem alten Jahr zu Ende gegangen ist. In den letzten 30 Jahren, in insgesamt 195 Sendungen seit 1988, wo es unsere Sendereihe Netz Natur gibt, bin ich immer wieder in Kontakt gekommen mit der Jagd und mit den sogenannten Jagdpaaren, aber auch mit den geschützten Tierarten. Aus diesen Erfahrungen und auch mit Bildern, zum Teil aus früheren Sendungen, zum Teil sehr neue Bilder, werde ich Ihnen heute probieren, ein möglichst differenziertes Bild von der Jagd zu vermitteln. Ich werde Ihnen zeigen, was sie für Auswirkungen hat für die Wildtiere in der Schweiz. Weil unsere Sendung an einem 8. Termin ausgestrahlt wird, verzichten wir auf explizit blutige Bilder. Man kann so sagen, was Sache ist. Und wenn es mal eine schwierige Szene gibt, sage ich es Ihnen rechtzeitig, dass Sie einen Moment wegschauen können. Anfangen tun wir die heutige Sendung mit einem fantastischen Flug über die Lebensräume in unserem Land mit ihrer ganzen Schönheit. Und zwar mit einer imposanten Tierart, die in den 1980er Jahren alle verblüfft hat. Ein Steinadler, der runterschaut über seine Welt, unsere Welt. In seiner Höhe leben Steinböcke. Und es gibt auch Gämsen. Die, die er gerne jagt, die Munken flüchten vor dem Adler. In den Wäldern der Berge gibt es einen Haufen Hirsch. Und Wölfe. Füchse gibt es in diesem Land, vom Bergwald bis in die Stadt. Das Flachland ist das Gebiet der Rehe und der Hasen. Und der Wildsäue. Und es gibt auch Jäger, die leislich unterwegs sind. Die Luchs. Und natürlich die Adler selber. Zwei halb Erwachsene, die sich halb spielerisch, halb ernst im Revierkampf üben. Der Adlerforscher Heinrich Haller hat in den 1980er Jahren entdeckt, wie sich Steinadler selber regulieren. Die zwei Halbstarken riefen einen ausgewachsenen Adler auf den Plan, der mit seinem Partner ein Brut- und Jagdrevier verteidigt und ein Jungs aufzieht. Mit dem Girlandenflug zeigt der Alte an, dass das sein Revier ist. Wenn Revieradler wegen vieler Jugendlichen ihr Revier ständig verteidigen müssen, bekommt der Jungvogel im Nest nicht genug Futter und geht ein. Wo es viele Jungvögel hat, braucht es keine Jungen im Moment.
Jetzt aber keine Jugendlichen, kann ein Elternpaar genug Futter jagen und so in Ruhe seine Jungs aufziehen. Muss denn der Mensch als Jäger vom Hochgebirge bis in die Ebene alle Bestände von Wildtieren ständig regulieren? Kann das nicht Natur allein? Wir blenden zurück ins Jahr 1815. Sein Beruf. In 1815 ist in Indonesien der Vulkan Tambora explodiert. Wegen der Aschen in der Atmosphäre ist kaum mehr Sonnenlicht auf die Erde gekommen. In Amerika und in Europa hat es nur noch geregnet. Auf den Feldern ist die Ernte verfault, es hat aber Tausende von Hungertoten gegeben, auch in der Schweiz. Die Hungersituation war dramatisch. Überall hat man zum Überleben gewildert, zum Beispiel mit so Schlingenfallen. Die Steinböcke sind schon am Anfang, Dreh und Hirsch in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in der Schweiz ausgerottet. Nur ein paar Gämsen hatte es noch. Die Bevölkerung im Berggebiet war so schon arm. Das Einzige, was man verkaufen konnte, ist Holz als Brennstoff für die Industrialisierung in den Gebieten des Flachlands. So hat man im Berggebiet grosse Flächen abgeholzt. Der Lebensraum fürs Wild ist dramatisch geschrumpft. Seit dem 19. Jahrhundert hat der Wald dank der Forstgesetze wieder zugenommen. Zwischen 20% und 30% seit dem Tiefpunkt um 1850. Die Wildtiere sind zurückgekommen als erste Dreh. Sie sind ans Flachland und ans Hügelland mit dichter Vegetation angepasst. Sie sehen die Schilf oder Wald mit Gestrüpp. Dort fressen sie Knospen und die Böcke benutzen junge Pflanzen zum Wegen der Geweih. Die Bäume leiden oft auch unter Hirsch, wenn sie sie mit der Geweih traktieren oder drinnen schälen. Ein Haufen Förster sehen die Rothirsch als Problem. Sie sehen die Waldnutzung durchs Wild in Gefahr. Holz als CO2-neutraler Rohstoff ist heute wieder im Trend. 4,5 Millionen Kubikmeter Holz im Jahr erntet man heute im Schweizer Wald. Hier sieht man nicht gern, wenn das Wild an Jungbäumen Knospen frisst. Der Sandro Kretli, Regionalforstingenieur in Prättigau und Spezialist für Waldökologie, zeigt uns hier, was Wild für Einfluss hat auf die Artenzusammensetzung der Bäume. Das ist eine junge Weisstanne. Sie ist hier mehrfach verbissen. Also eigentlich an jeder Zweigstelle ist das Exemplar jetzt abgebissen. Die Forschung und unsere Erfahrungen zeigen, dass der eigentliche Waldentmischer ist das Reh. Wir sehen das, wenn wir im vollen Wildeinfluss sind, wie hier drinnen. Die Weisstanne kommt vor, aber sie wird wirklich kurz gehalten und kann sich nicht optimal verjüngen oder entwickeln. Wenn wir in eine Zaunfläche schauen, wo wir den kompletten Wildausschluss haben, sehen wir einen komplett neu zusammengesetzten Wald, Jungwald, mit einer dominanten Weisstanne, die Fichte, die mitwächst, und die Buche, die dann in einem stark reduzierten Mass vorhanden ist im Vergleich zur unzünten Fläche. Weil also Reh und Hirsch einen Haufen Baumarten verbissen, wachsen hier fast nur noch Rotannen und Buchen. Das Wild gestaltet so den eigenen Lebensraum. Und das kann problematisch sein. Der Beweis für Wildverbiss von Weisstannen liefern Videofallen, die zeigen, wie gesunde Bäume noch abgefressen werden. Gämsen in den Wintermonaten und Hirsch, die übermütig sind oder Hunger haben, von diesem Weisstannen bleibt nicht mehr viel übrig. Das Wild kann stellenweise auch eine reale Gefahr für einen Schutzwald sein. Wir befinden uns jetzt hier im Hochgerichtswald in Seewis. Eigentlich eine Situation, in der wir klar die Funktion des Waldes als Schutzfunktion erwarten. Man hat da gemerkt, dass der Wald sich ungenügend verjüngt, also nicht natürlich sich regeneriert. Man hat da zu einer recht krassen Massnahme gegriffen. Man hat den Hang verbaut. Man hat eigentlich die Schutzfunktion des Waldes aufgegeben, hat Lawinenverbauungen in den Hang gesetzt. Die Naturgefahr, die hier droht, ist offensichtlich. Wir haben im oberen Teil die Felswand. Da können sich natürlich immer Steine lösen. Das ist eine direkte Gefährdung für die Verkehrsträger unterhalb. Nationalstrasse N28 oder auch die Linie der RHB, von der Rätischen Bahn.
Was man jetzt hier aber kann nachverfolgen kann, das ist sehr spannend für die Wald-Wild-Diskussion. Wir sehen jetzt hier an dieser Lawinenwerkreihe, dass hier oberhalb ein Tragflächen gespannt ist. Das führt dazu, dass wir hier die ganze Oberfläche einen Wildausschluss haben. Und da finden wir diverse verschiedene Baumarten. Weisstannen, Fichten, Buchen, Eschen, Kriese, Eichen. Während wir im unteren Teil eine andere Situation haben. Die Fläche ist völlig dem Wildeinfluss überlassen. Und das gewohnte Bild, vor allem die Buchen, setzt sich durch. Darum fordern in der ganzen Schweiz die Förster eine starke Jagd aufs Wild im Wald. Obwohl die Hirsche ihre Nahrungsaufnahme während dem Winter stark reduzieren und der Magen schrumpft, bleiben die Bäume das einzige Futter, das hier verfügbar ist. Im Schweizerischen Nationalpark hat man aber noch etwas anderes beobachtet. Reh und Hirsch fressen auch im Sommer an den Bäumen. Die Wiese stapelt Schott 1912 nach einem Kahlschlag. Überall wachsen wieder junge Föhren. Und so sieht es heute aus. Die Wildtiere haben gesorgt dafür, dass ihre Weide hier nicht verwaldet. Der Wald rundherum hat sich trotz hoher Wildbestand sehr gut entwickelt. Das Reh als ursprüngliche Art im Flachland kommt mit leichtem Gewicht und Spreizhuf auch in Fichtenböden ausgezeichnet zurecht. Als sogenannter Schlüpfer versteckt sich es gerne im Schilf oder im Unterholz. Nach einem kurzen Spurt versteckt sich es, wo seine Fressfeinde, der Wolf oder der Luchs, nicht herankommen. Was im Winter hoher Schnee hat, haben die Rehe grosse Mühe. Weil es aber die erste Wildart war, die nach der grossen Krise vor 150 Jahren wieder zurückgekommen ist und wo man jagen konnte, haben die Jäger in der Schweiz mit Fiedrigen bis weit in die Berge aufgebracht. Försterromantik gibt es im Winter nur fürs Auge. Die großen Schneefälle bedeuteten für viele freilebende Tiere Hunger. Daher gilt es, das Wild zu füttern. Einerseits aus Mitleid mit der notleidenden Kreatur, dann aber auch, um einer Dezimierung des Bestandes an jagdbaren Tieren vorzubeugen. Also wird dafür gesorgt, dass selbst bei sehr schwierigen Wegverhältnissen die Futterkrippen möglichst nie leer werden. Die Wildpflege beschränkt sich aber in dieser harten Jahreszeit nicht auf die Fütterung. Man muss auch ständig nach kranken oder geschwächten Tieren Ausschau halten, die nicht mehr imstande sind, die Futterplätze aufzusuchen. Für dieses Jungtier ist die harte Zeit für einmal wenigstens vorüber. Bei einem Wildhüter wird es jetzt aufgefüttert und wartet eine mildere Jahreszeit ab. Die Tradition der Winterfütterung von Rehen hat die Jägerschaft noch lange gepflegt. Im Flachland zum Dreh im eigenen Revier zu haben, im Berggebiet wie hier im Wallis, damit es zum Jagen bis in hohe Lagen vorkommt. Die Rehe sind so in einem engen Umkreis um die Futterstelle eingeschlossen vom Schnee. Und wenn hier jetzt ein Luchs oder ein Wolf kommt, hat der Find ein einfaches Spiel. Das Reh ist im Flachland die Hauptbeute vom Luchs. Lokal kann eine Luchsmutter mit Jungen den Rehbestand tatsächlich reduzieren. Von dem profitieren junge Bäume, die eine Weile nicht mehr verbissen werden. Was aber keine Beute hat, hat es auch keine Luchs. Und wo die Luchse weg sind, kommen wieder die Rehe und der Zyklus fängt von neuem an. Rehe pflücken ganz spezielle Pflanzen und grasen nicht wie die Hirsche. In der ersten Zeit nach der Geburt legt eine Rehmutter ihr Kitz in der Wiese ab und lässt den Tag durch allein. Ein oder zweimal kommt sie dann zum kleinen Säugen. Rehkitz in der Wiese sind einer grossen Gefahr ausgesetzt. Meistens trifft es zwischen 1000 und 1500 jedes Jahr. Für den Fuchs ein gefundenes Fressen. Was hier bellt, ist kein Hund, sondern der Schrecklaut vom Reh. Der Fuchs hat nicht mit der Mutter gerechnet. Eine eindrückliche Szene vom Tierfilmer Ronny Mast. Und hier eins von verschiedenen Projekten zur Rettung der Rehkitz in der Wiese.
Ausschnitt aus einem Bericht von unserer radromanischen Kollegen über ein Drohnenteam, das mit einer Kamera mit Wärmebild Rehkitz entdeckt, damit man sie vor dem Maien retten kann. Man muss das früh am Morgen gerade vor dem Maien machen, wenn es noch kiel ist und die Körperwärme von einem Kitz besonders gut erfasst wird von der Kamera. Der Filmer, der Wildtäter und der Drohnenpilot als helle Punkte haben einen Kitz gefunden. Da bringt es der Wildhüter in Sicherheit vor der Maimaschine. Und da sind wir am Jurafuss bei Basel in der Gegend, wo der Tierfilmer Felix Labhart Dreh ausführlich gefilmt hat. Zum Beispiel die Geiss mit ihren beiden Kids. Rehe haben normalerweise ein bis zwei Junge. Nach grossen Verlust durch harte Winter, durch Luchs oder durch starke Bejagung durch einen Mensch kann es auch Drilling geben. Eine Fortpflanzungsstrategie von Tieren zum Ersetzen von Verlust. In mehreren Kantonen, hier in St. Gallen, wo man in Revier jagt, fängt die Jagd auf Dreh am 1. Mai an. Wo man ansetzt, kann man Böcke schiessen und Geissen, die keine Jungen haben. Das Ziel ist ursprünglich, Böcke mit schwachen Geweih und unfruchtbare Geissen vor der Paarungszeit zu eliminieren. Vom Hochsitz kann ein Jäger mit dem Fernglas in aller Ruhe schauen, ob ein Geiss kein gefülltes Uter hat, also keine Jungs. Wenn der Jäger sicher ist, dass alles passt und das Tier am rechten Ort steht, kommt es zum Schuss. Er zielt genau in aller Ruhe, bis das Tier richtig steht. Das ist die schonendste und sicherste Art, ein Tier zu erlegen. Das Reh hat vor dem Abschuss keine Panik gehabt und ist durch diesen Superschuss auch sehr schnell tot gewesen. Wenn schon Tiere müssen geschossen werden, dann so. Für die natürliche Auslese vor der Paarung sorgen auch die Rehböcke selber. Der junge Schnaufer, der hier von links nach rechts stolziert ist, hat den Altbock herausgefordert. Die Geiss schaut zu. Und wo der Alte ein bisschen Gas gibt, wird dem Jungen geschmauch und er macht sich von der Wiese. Der Frühling und der Sommer durch leben die Rehe in Territorien und die Geissen ziehen dort ihre Kids auf. Sie wissen sehr genau, mit wem sie sich einlösen. Der, der hier am Urin schmeckt, von der Geiss, hat gute Chancen. Das rechte Auge ist verletzt, wahrscheinlich durch einen Kampf von Geweih zu Geweih. Die Paarungszeit, die Brumpf der Rehe, ist im Juli bis in August. Zuerst muss sich ein Bock bewähren und sehgehörig umtreiben, Stunden, manchmal tagelang. Die Spuren im Gras bezeichnet man als Hexenring. Das lange Treiben gehört zum Paarungsritual der Rehe. Die Geiss ist für rund vier Tage paarungsbereit und fruchtbar. Schließlich bleibt sie stehen. Und so sorgen sie für Nachwuchs. Wenn es langsam Herbst wird, schließen sich die Rehe zur Gruppe zusammen, sogenannte Sprünge. Und dann fängt die Zeit an von der intensiven Jagd auf die Rehe, von September bis Dezember, je nach Kanton. Der Kanton Aargau hat das System von der Revierjagd. Eine Gruppe oder eine Gesellschaft pachtet ein Jagdrevier. Bei dieser Druckjagd sind hier auch Gäste eingeladen. Treiber scheuchen das Wild auf gegen die Linie von Jägern. Wer jetzt einen Abschuss nicht will sehen, schaut kurz weg. Jäger mit Erfahrung schütteln bei dieser Szene nur den Kopf. Und beim sogenannten Verblosen von der Strecke zu Ehren der toten Tiere ist der Übelschuss wieder vergessen. 4 von 40'000 Rehen, die jedes Jahr geschossen werden in der Schweiz. Rehe leben nicht nur in der Jagdzeit gefährlich. Zwischen 8'000 und 9'000 werden jedes Jahr Opfer vom Verkehr. Besonders gefährdet sind die Jungen, die noch keine Erfahrung haben. In den Revierkantonen leisten die Jäger einen Gratisdienst für die Allgemeinheit. Die Polizei bietet Pächter von der Jagdrevier auf, wenn ein Wildtier überfahren worden ist. Nicht selten, mitten in der Nacht.
Passiert es einmal, muss man die Unfallstelle sichern, schauen, wo das angefahrene Wild verschwunden ist und sofort der Polizei anrufen. Wer die Unfallstelle verlässt, wird wegen Fahrerflucht angezeigt. Ich habe es einfach noch vor dem Kopf verwischt. Das Reh ist da vorne. Jawohl, da schauen wir gerade mal geschwingen. Das Reh ist schon tot. Sonst hat der Jäger das Gewehr dabei, um es zu erlösen und auch einen Hund, um verletzte Tiere zu suchen. Ist es schon tot gewesen? Das ist gerade tot. Ja, gut. Man hat es auch nicht lange leiden müssen. Man musste es ausweichen, es einfach verwischt. Da muss er es nur noch fachgerecht entsorgen. So fängt der erste Jagdtag Anfang September im Kanton Graubünden an. Der Franz Martin Tscholl geht im Walmisteier auf Dreh- und Hirschjagd. Im Dunkeln geht es los, dann heisst es warten auf dem Ansitz. Wenn es am Tag dann etwas wärmer wird, dann kommen sie gerne hierher. Wo es heller wird, kommt Regen und Nebel auf. Das Wetter ist beschissen. Das Jahr ist warm, die Hirsche sind noch weit oben in den Bergen und auch die Dreh sind nicht wo sonst. In der Woche bis an oben vor der Jagd fiebern im Bündnerland zwischen 5'000 und 6'000 Jagende am ersten Tag entgegen. Ja, man sieht nicht so viel. Es ist ein bisschen stark mit Nebel befangen. Da sehen wir nicht mehr viel. Also wir wissen nicht recht, da was wissen, morgen uns erwartet. Nein, da wissen wir wirklich nicht, was morgen uns erwartet. Aber lassen wir uns überraschen. Es hat keine Überraschung gegeben. Ein kalter, nasser Tag im Ansitz und kaum ein Tier hat sich gesehen. Am nächsten Jagdtag ist das Wetter besser. Der Franz Martin Tscholl misst die Distanz. 200 Meter ist das Maximum zum Schießen, das im Bündnerland erlaubt ist. Da taucht plötzlich ein Reh auf. Das sind so Situationen, die ich probiere, auch Nichtjagenden zu erklären und zu sagen, ja, wir gehen in den Wald, wir sehen immer wieder Tiere und man könnte sie schon schiessen. Das wäre jetzt auch hier gut gegangen, aber wir wissen nicht, ist es jagbar, ist es nicht jagbar. Und also nach ein, zwei oder auch drei Mal, es hat mehrere rum und nicht nur eins. Und gerade bei den Geissen, die kein Geweih haben, kann man sie schlechter identifizieren. Und aus dem Grund muss man sie halt ein paar Mal sehen. In Graubünden jagt man nach einem Patentsystem. Wer ein Jagdpatent löst, kann überall im Kanton auf die Jagd. Das Hochgebirg ist das Reich der Gämsen. Anfangs Winter im November ist Brumfzeit. Die Böcke imponieren sich mit gesträubtem Fell. Und das ist der Brumpfruf. Und dann geht die Post ab. Der Walliser Tierfilmer Vinzenz Imboden hat die Szene gedreht. Ein Bock verfolgt der andere, es geht um Tod und Leben. Der Jünger ist erschöpft und probiert, sich im Schnee zu verstecken. Der Verfolger grabt ihn aus und probiert ihn mit den Hörnern im Bauch tödlich zu verletzen. Dem Jungen bleibt nur wieder die Flucht. Und ob er schließlich überlebt hat, wissen wir nicht. Die Sieger aus sonigen Duell geben dann ihre Gene weiter an die nächste Generation. Die brutalen Kämpfe sorgen für eine gnadenlose Auswahl der Stärksten. Und die Stärksten braucht es, um in sonnigen Verhältnis zu überleben.
wie immer in der Natur entsteht durch den Tod sofort wieder neues Leben. Ein Steinadler nutzt durch einen Gemskadaver. Ganz ein anderes Leben in der Welt vom Superfan. Dass sie hier dabei häufig den Lebensraum der Wildtiere fräsen, bedenken sie oft nicht. Gleitschirmorganisationen geben sich zwar Mühe, dass ihre Mitglieder auf Wildschutzzonen Rücksicht nehmen, aber Verstöße gibt es doch immer noch viel zu viel. Und dann als Konsequenz sonnige Szenen. Weil der schlimmste Find der Gämsen der Adler aus der Luft kommt, sind sie auf Flugobjekte extrem empfindlich. Diese Flucht in Panik kostet Kraft, die dann im langen Winter zum Überleben fehlt. Zum Beispiel hier. Der Jährling ist so schwach, dass sein zweiter Winter für ein Ende bedeutet. Aber zum Glück nicht für alle. Die zwei stolzen Geissen haben den Winter überstanden. Das ganze Rudel schlot sich mit dem frischen Grün, mit einem Haufen Eiweiß drin, der Bauch voll. Ein Monat später sind dann die Kids da. Das dicke Winterfell fällt in Fetzen aus. Das sind die Jungen aus dem letzten Jahr. Die Kids haben entdeckt, wie man über einen Schnee fräsen kann. Doch sonnige Abenteuer sind nicht ganz ohne. Der Steinadler ist der grösste Find der Gamskids. Sofort suchen sie Schutz unter den Mietern. Und so bewacht von den scharfen Krickeln traut sich der Adler dann doch nicht. Gämsen haben in der Geissenrudel ab und zu einen ziemlich rabiaten Umgang. Vor allem, wenn ein Bock dazukommt. Die Jagd auf Gämsen im September ist besonders anspruchsvoll. Hier im Wallis jagt man wie in den meisten Bergkantonen, also auch wie vorher in Graubünden, mit einem Patentsystem. Die Jagd braucht viel Geduld und Kondition. Die Männer werden eins mit ihrer Landschaft und den Tieren. Der Christian Imboden lebt seit der 20. Ist die Tradition der Familie. Die Imboden haben schon immer gejagt. Nur sein Bruder Vinzenz, der hier filmt, hat zu unserem Glück hier lieber die Kamera als Gewehr. Und dann schließlich steht sie doch günstig, die alte Geiss, ohne Kids, die er im Auge hat.
Nee. Ja, 11-12-Jährige. Das ist gut, sag. Das ist im Kopf, sag, gell? Alte. Das Ausweiden vom geschossenen Tier, das gehört zum Handwerk. Die Eingeweide bleiben liegen für die Füchse und Raben, der Bartgeier oder der Adler. Oder vielleicht auch für einen Wolf. Was mich am meisten fasziniert, ist die Gemsjagd im Hochgebirge. Wenn man da morgen früh, es ist noch dunkel, am Posten hocken tut, spannend in der Luft, haben wir richtig, spürt man richtig. Und nachher wird es hell, man kann da vielleicht das Tier erlegen, wenn man den ganzen Sommer beobachtet, hat man schon Freude. Auf der anderen Seite hat man auch Wehmut, dass man das erlebt hat. Aber Jagd ist Leben, Jagd ist aber auch Sterben. Und dann, wenn man das später die Trophäen erwandt hat, könnte man zu jedem Abschuss eine eigene Geschichte erzählen. Im Sommer teilen auf den Alpen Schaf und Geissen und wilde Tiere immer wieder den gleichen Lebensraum. Weil sie verwandt sind, gehen Krankheiten zwischen den Wilden und den Domestizierten hin und her. Die verschmierten Augen bei diesem Schaf sind ein Hinweis, dass es Bakterien hat, die bei den Gämsen die Gämsblindheit auslösen können. Das Kitz hat einen riesen Stress. Es geht kaum mehr etwas und steht wackelig in den Felsen. Die Wildhut hat das Tier mit einem Schuss erlöst. Ein wilder Steinbock in der Nähe von der Schaf. Nicht nur Gämsblindheit, auch Wurmkrankheiten sind ein Thema, wenn Schaf und Wildtier auf der gleichen Weide grasen. Besonders heikel sind die Stellen, wo Schafhalter für freilaufende Herden von Schaf und Geissen Salz auslegen, um sie anzulocken. Wenn nachher Wildtier, wie hier Steinwild, die Reste von diesem Salz schlecken können, sind sie den Krankheitserreger der Haustiere ausgesetzt. Hier nochmal die Gemsblindheit bei einem Steinbock, gefilmt von einem rätoromanischen Kollegen. Die Hornhaut von den Augen wird angegriffen und zersetzt. Die Tiere werden praktisch blind und das im steilen Hochgebirge. Ein riesen Stress fürs Tier. Bis vor ein paar Jahren war die Moderhenke bei den Schafen ein grossflächiges Problem. Ein Bakterium griff die Hufe der Schafe an. Sie haben Schmerzen und sie lahmen. Das hat zwar auf vielen Alpen deutlich gebessert, ist aber stellenweise immer noch ein Missstand. Die Gefahr für die Wildtiere ist nämlich auch bei dieser Infektion real. In den St. Galler Alpen haben sich immer wieder Steinböcke angesteckt. Der junge wachsende Bock knäuelt, weil ihm der Fuß wehtut. Weil die Aussichten auf Heilung bei der Moderhinke schlecht sind und die Gefahr von einer Ansteckung von anderen besteht, hat ihn die Wildhut geschossen. Wir waren noch mehr befallen. Auch dazwischen. Das Band hier, das ist genau das Verfaulte in Richtung. Und das ist ja das, was der übel Geschmack, wenn man das schmeckt, dann das Fühlen nicht richtig. Radikaler Szenenwechsel. In vielen Bundesländern zu Österreich sind Jagdrevier noch in privater Hand, häufig von Adligen. Wilde Rothirsche werden als nobles Jagdwild für einen Winter in Gatter gefiedert, hier mit Zuckerrieben. Als Begründung heisst es, man will nicht, dass die Hirsche im Winter den Wald verbissen. Eine gute Winterfütterung ist aber auch nicht schlecht für grosse Geweih für die Jäger. Durch die unnatürliche Ansammlung von Hirsch im Winter haben sich die in verschiedenen Gebieten mit der Rindertuberkulose angesteckt. Und es besteht jetzt Gefahr, dass tuberkulosekranke Hirsche aus Österreich in die Schweiz wandern. Die Krankheit geht auf Rinder, ist aber auch gefährlich für einen Mensch. Und in Österreich hat es bereits mehrere so Fälle gegeben.
Auch Schweizerinder, die im Vorarlberg auf der Alp waren, haben sich dort 2013 von der Hirsch mit Tuberkulose angesteckt. Man musste Dutzende von Rindern schlachten. Der St. Galler Kantonstierarzt Albert Fritsche hat damals zu den Notmaßnahmen gesagt. Ich rechne aufgrund dieser Tiergeschichte, dass man rund 50 Betriebe mehrere hundert Tiere testen müssen. Das wäre sehr aufwendig gewesen. Da wäre ich auch nicht mehr im Kanton St. Gallen beschäftigt gewesen, sondern mehrere Kantone. Die Handybilder von Bündnerbauern sind zwar herzig, aber wenn so ein Hirsch Tuberkulose hat, wäre das doch ziemlich problematisch wegen der Ansteckung von Rindern. Hirsch, gerade einen an der Grenze zu Österreich, haben Tuberkulose. Und so ist man in den Grenzkantonen besonders wachsam, wegen Tieren, die über Grenzen kommen könnten. Die Jägerschaft in diesen Kantonen leistet hier einen wichtigen Beitrag zur Überwachung der Situation. Hirsche, die geschossen worden sind im Grenzgebiet, werden genau angeschaut. Unter Rolf Hannimann, einem Kantonstierarzt in Chur, untersucht man Proben von den Hirsch. Bis jetzt hat man keine Tuberkulose festgestellt, aber man rechnet doch damit, dass sich das ändern könnte. Im Winter nehmen die Hirsch nur wenig Futter auf. Der Magen schrumpft und passt sich an ein mageres Futter an. Trotzdem kommt es bei hohen Hirschbeständen zu Wintersterben, wie hier 1960 im Unterengadin. Das grauenhafte Bild hat sich in Ramosch, 8 km unterhalb von Schulzbutten. Dort hat man auf wenig Quadratkilometer 87 tote Hirsche und 5 eingegangene Rehe gefunden. Die Winterselektion bei hohen Wildbeständen braucht es in der Natur. Aber es ist natürlich schwer, einfach zuzuschauen, wie die Tiere verhungern. Und man hat damals die Hirsche ausgiebig gefüttert. Schwache Hirsche hat man gerettet. Das zeigt, wie sich die Zeiten ändern. Heute macht man Sonderjagden, um die Hirsche zu reduzieren. Tierschützer mögen diese Bilder freuen. Das Problem ist, dass sich die Hirsche noch mehr vermehren, was in den nächsten Jahren zu noch mehr Schwierigkeiten führt. Und zu Problemen wegen Verbiss im Wald. Hirsche, die bei viel Schnee in die Gärten kommen und Pflanzen fressen und sich an Komposthäufen bedienen, sieht man in den Alpen ab und zu. Nicht immer ohne für die Menschen und für die Tiere. Ihre Wintermärkte sind an das Futter nicht angepasst, wie das Bild zeigt von einem Tier, das daran verendet ist. Mit so Bildern will das Amt für Jagd und Fischerei in Chur die Leute sensibilisieren, das Wild bitte nicht zu füttern. Die Wildhut hat dann hier, trotz allgemeinem Fütterungsverbot, ein bisschen Futter gestreut, um die Tiere aussen an den Dörfern zu behalten. Es ist kein Zufall, dass der Nationalheld Wilhelm Tell ein passionierter Jäger war. Das Jagdrecht und das Tragen der Waffe gilt in der Schweiz als Ausdruck der Herrschaft, vom Volk über das Land. In seiner Eidgenossenchronik von 1548 schreibt Johannes Stumpf zum Rothirsch: Er wohne gar nicht im höchsten Alpgebirge, weil er ein ziemlich schweres Tier sei, sei sehr schnell, aber nicht geschickt, um in den Felsen zu klettern, sondern vielmehr auf der Ebene zu laufen. So siegen ihm die Felsen vom garusamen Gebirge nicht kühr. Aber unter dem Alpgebirge in den zahmen vorgebirgeln Büchlen, also in den Buchenwäldern, und Walden helvetischer Landen haben sie ihr Wohnung. Doch befindet man deren nicht viel mehr. Man hat ihren auch vor Zeiten viel mehr gefunden und gefangen, denn bei unseren Tagen. Man hat geschafft und Wälder sind nicht mehr so gross wie früher, sondern mehrteils ausgerütet sind, also gerodet. Dazu hat es Wildbrett, in diesen Landen nicht allzu viel Schirms, Schutz, als bei den Fürsten, sondern wird gleich aufgefangen. Wo man es aber schütze, in anderen Ländern, sieht das Land dann voll davon. Von dieser stolzen Volksjagd von den Eidgenossen ist in den Hungerzeiten vom 19. Jahrhundert nicht mehr viel übrig gewesen. Ab 1850 sind Rothirsche in der Schweiz praktisch ausgerottet gewesen. Erst nach 1900 sind die ersten wieder zurückgekommen aus den herrschaftlichen Jagden in Tirol und Vorarlberg. Rund um die Schweiz, wo die Adligen regiert und dem Volk keine Waffen zugestanden haben, haben die Rothirsche also besser überlebt. Nicht als Kritik, sondern als Analyse ist es doch verstaunlich, dass heutige Brauchtum von vielen Schweizer Jägern, vor allem in Revierkantonen, sich an die Traditionen der Adelsjagd anlehnt, ausgerechnet an die, die der Tell bekämpft hat.
Der ganze Jägerspruch und Ritual sind alles andere als eidgenössisch. Der ganze Kult um grosse Geweih und Hörner stammt aus der Adelsjagd und ist erst um 1850 das erste Mal beschrieben. Seitdem hängen tonnenweise Geweih an den Wänden von Jagdschlössern und Landsitzen von Adligen oder Neureichen, die es auch gerne wären, quer durch Europa. Und das Ausmerzen von Tieren mit schlechten Geweih und Hörner hat genau in eine Philosophie von der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts gepasst, wo alles andere als sympathisch ist. In der Natur, hier im Schweizerischen Nationalpark, ist alles ein bisschen anders. Die Wildtiere, die Hirschkuh mit dem jungen Kalb und der jungen Tochter aus dem Vorjahr, sind häufig tagaktiv und flüchten nicht in Panik vor den Menschen. Dass hier seit 100 Jahren nicht gejagt wird, hinterlässt Spuren im Verhalten der Tiere. Hier lassen sich im Mai die Hirschkühe mit ihren frischen Kälbern filmen. Und auch Männergesellschaften mit ihren Geweihen im Wachstum unter der Basthaut auf diesen unglaublichen Bildern vom Parkwächter Dominik Godli, die zeigen, dass Hirsch keine Höhenangst haben, wie es in der alten Chronik steht. In der trockenen Sommerlandschaft vom Nationalpark machen die Hirsch weite Wege. Von der Höhe, die über einen Mittag einen kühlen Wind weht, jede Nacht abends bis an den Fluss zum Trinken. Und dann wieder zurück, mehrere hundert Höhenmeter jeden Tag. Seit ein paar Jahren mischt auch eine alte Tierart neu wieder mit in der Natur. Hirsche zeigen ab und zu der sogenannte Stolztrab, eine Demonstration, wie fit sie sind und dass es sich für einen Wolf nicht lohnt, einen Angriff zu wagen. Zu dem erzähle ich später noch ein bisschen mehr. Eine spannende Zeit zum Beobachten der Hirsche fängt im Engadin ab Mitte September an. Die Paarungszeit brummt von den Hirsch. Der Trieb ist hier sprichwörtlich zu sehen. Sie spritzen sich den Vorderkörper absolut nicht jugendfrei mit Urin und sonst noch Saft ein. Ein Parfum, das den Hirschkühen Eindruck machen soll, inklusive das Röhren. Diese penetrante Demonstration von Männlichkeit fasziniert Geschlechtsgenossen nicht nur auf vier Beinen. Aber ob das sie beeindruckt? Die männlichen Hirsch, bei den Jägern heissen sie Stier, scharen Hirschkühen um sich und bewachen eifersüchtig ihre Harem. Und wenn einer hier einen den Harem strittig macht, dann kommt es zum Kampf, wo eindrückliche Kräfte zum Vorschein kommen. Zweimal 150 Kilo Baltenhirsch schieben hier hin und her, bis einer aufgeht. Der Platzhirsch hier hat sein Harem behaupten. Und wenn in kieler Nacht der Winter unmissverständlich anklopft, sorgen die Stärksten einmal mehr für die nächste Generation. Allerdings enttäuschend kurz nach so viel Getue, aber offenbar längt's. Und ihm offenbar auch in dem Moment. Nach der Brunft mit dem ersten Schnee verschieben sich die Hirsche Richtung Wintereinstände, die weiter unten liegen. Wenn hier ein Haufen Hirsche am gleichen Ort stehen und alles fressen, was es hat, zupfen sie einen Haufen Knospen am Jungwuchs ab oder schälen ganze Bäume. In harten Winter scheiden so schwache Tiere aus. Und weil aus unserer Sicht Verfrieren und Verhungern nicht unbedingt als sehr human gilt, greifen wir über die Jagd in den Hirschbestand ein und regulieren ihn durch die Jagd, bevor es im Winter so weit kommt. Wenn ein harter Winter zu Ende geht, kommt im Frühling führen, wer überlebt hat. Die gespenstige Szene spielt sich Ende März im Unterengadin ab. Zwei Rehe werden hier gerade von der Wildzählung erfasst. Ein Team von Wildtieren und Jäger sind uns Nacht ein paar Stunden unterwegs und zählen das Wild, das auf der Wiese steht. Hier wächst das frische Grün, weiter oben hat es noch Schnee. So hat es eine maximale Zahl von Wildtieren auf der Wiese, ideal zum Zählen. Im Kanton Graubünden mit bis zu 6'000 aktiven Jägern und über 60 Stellen für die staatliche Wildhut ist der Umgang mit der Fauna hochprofessionell, und auch der Naturschutz profitiert davon.
Die Jagd ist in der Bevölkerung verankert, ein Kulturgut, wie noch jemand anders die Fasnacht oder der Böck. Die Wildtiere und ihre Nutzung werden als Allgemeingut von der Bevölkerung verstanden. Kein anderer Kanton betreibt so einen Aufwand im Zusammenhang mit Wild und Jagd. Nochmal zwei Rehe, die die Gämse, die frischen Kokos, besonders gern haben. Dann ein Schneehase, der schon die Sommerfärbung hat. Und im Scheinwerfer vom Wildhüter Courtine Florinette ein Fuchs. Alle Daten aus den Zählungen fließen nach Chur an die kantonale Jagdverwaltung zum Wildtierbiologen Hannes Jenny, der daraus den Plan für die Jagd berechnet. Barbara Gollwitzer von Netz Natur fragt nach der Bedeutung der Zählung der Hirsch. Die Hirschzählung ist eine der wichtigsten Grundlagen für die Abschussplanung. Sie geben uns eigentlich Informationen, wie hoch ist der Bestand, Ausgangswinter, bevor der Nachwuchs auf die Welt kommt. Das ist der Bestand, den wir auch im Griff haben müssen, um ausgeglichene Verhältnisse haben zwischen Wildbestand und Lebensraum. Wir sehen hier jetzt zum Beispiel, dass wir 210 Hirsch gezählt haben. Wir sehen die Schätzung von Dunkelziffern. Und das gibt uns eine Grössenordnung vom Bestand, wo zwischen 320 und 350 Tieren liegt. Um so einen Bestand zu regulieren, braucht es etwa ein Drittel. Dort wird sich um ein Drittel vermehren. Und das müssen wir abschöpfen mit der Jagd. In Graubünden hat man also 2018 5370 Hirsch müssen schiessen. Doch im August ist es noch nicht so weit. Societat Chachadas Turetas, der Jagdverein im Val Müstair, trifft sich am Samstag zum Hegeeinsatz. Ein Weid, der zuwächst, wird wieder gerodet. Das nützt den Rinder und dem Wild. Bauern und Jäger arbeiten zusammen. So eine Hegearbeit, die allen Tieren und dem Naturschutz dient, leisten Haufen Jägergruppen in der Schweiz. Man wird den Jägern nicht gerecht, wenn man sie nur aufs Schiessen reduziert. Anfang September, der erste Tag von insgesamt 3 Wochen Hochjagd. Beim ersten Schuss verschwindet Hirsch im Banngebiet und im Nationalpark. Alte Tiere wissen, was läuft und wo sie sicher sind. Aber für die Jäger ist es vielversprechend, gerade an der Grenze zu den Schutzgebieten anzusitzen. 2 halbstarke Hirsche haben sich hier verspätet. Für den einen endet das fatal. Der Wildjäger Jan Gross ist auf Patrouille, schaut, wo der Schuss gegangen ist und beobachtet, was sich tut. Die Jäger sind während der Jagd gut unter Kontrolle und sie beobachten sich auch gegenseitig. Da kann kaum einer etwas verstecken. Neben dem Wildjäger hat auch ein Parkwächter, der Fadri Bott, der die Grenze zum Nationalpark beobachtet, den Schuss entdeckt und gratuliert dem Jäger. Dann wird der Hirsch zum Ausweiden in den Wald geschleift. In den Bergen lassen die Jäger, wie vorher bei der Gemsjagd, die Geweide einfach liegen. Wenn es wie hier jetzt Wölfe im Gebiet, lernen die, dass ein Schuss und Menschengeruch Futter bedeuten. Junge Wölfe können so den Menschengeruch verbinden mit dem Gratisfutter. Und es ist möglich, dass sie so die Scheu verlieren vor den Menschen. Jedes Jahr ist im Val Stjal die Hirschjagd ein Ereignis, wenn die Jäger von allen Seiten die erlegten Hirsche zusammentragen und sie vom Wildhirter kontrollieren und vermessen. Und der Wildhirter notiert und biest die, die ein falsches Tier erlegt haben. Es ist aber eine gute Stimmung, was zeigt, wie die Bevölkerung hier teilnimmt an der Jagd. Und dann ab in die Metzge, wo die erlegten Hirsche fachgerecht putzt, hygienisch kontrolliert und dann ausgemetzgt werden für die weitum geschätzten Wildmenü im Tal. 2 Monate nach der regulären Hochjagd macht hier Franz-Martin Tscholl mit bei der Sonderjagd. 2069 Hirsche hat man zu wenig geschossen im Kanton, 79 fehlen im Val Müstair. Die probiert man jetzt an 10 halben Tagen im November und Dezember, wenn die Tiere aus der Höhe weiter runter kommen, zu schiessen. Wenn man in den Wald hineingeht, sollte man langsam laufen, viel stehen bleiben, hören, schauen. Weil das Wild verratet sich auch und das Wild macht genau das Gleiche. Wieder ist es warm für die Jahreszeit. Die Hirsche zeigen sich nicht, die Jagdgruppe ist ein bisschen frustriert. Wo sind jetzt die Hirsche? Das ist eine sehr gute Frage.
Wenn wir sie wüssten, dann hätten wir, glaube ich, etwas geschossen. Ich glaube, wir laufen heute im Wald herum, was normal Hirsche hat, und das hat keine heute. Andere haben ein bisschen mehr Glück gehabt. Zu oben beim Wildhüter Jan Gross in Tschirf drei erlegte Tiere. Bei der Sonderjagd müssen vor allem Weibli und Jungtiere geschossen werden. Nur so kann man den Hirschbestand wirksam regulieren. Der Wildhüter Gwolf den Ort vom Gebiet nebendran hilft mit beim Lokalisieren der Abschussstelle auf dem Computer. Die Zähne verrät das Alter der Tiere. Der Wildhüter Jan Gross erklärt. Später tun sie einfach die Zähne immer mehr abschleifen. Und so sieht man ungefähr, wie alt die Tiere sind. Da zum Beispiel sieht man so einen 10- bis 12-jährigen Hirsch. Und wenn es so ist, sind sie dann ganz alt. Am letzten Wochenende der Sonderjagd, am 18. Dezember, der letzte Versuch, den Abschussplan zu füllen. Es fehlen noch rund 20 Tiere von 79, die man im Val Müsteier schiessen musste. Seit dem letzten Mal, wo wir dabei waren, hat die Gruppe von Franz Martin Tscholl 4 Hirschkühe geschossen. Wieder heisst es warten, hören, schauen. Es hat ein bisschen Schnee und Spuren der Hirsch, aber wieder lassen sie sich kaum sehen. Ein Rehgeiss kommt auf ideale Schussdistanz. Aber bei der Reh ist der Abschussplan erfüllt. Gegen oben fragt Reto Vetterli, der die Jagd mit der Kamera begleitet hat, der Franz Martin Tscholl nach der Bilanz des Jagdjahres. Wir konnten 4 Tiere erlegen, sauber erlegen, hatten gute Schüsse. Also von dem her sind wir sehr zufrieden. Und vor allem auch dem, wenn wir jetzt so die Witterungsverhältnisse anschauen. Jetzt am letzten Jagdtag haben wir noch mal ein bisschen Schnee bekommen. Wir haben auch heute wieder Hirsch gesehen. Einfach nicht können schiessen. Und von dem her ist die Bilanz, wenn man anbetracht von der Situation, von den Schwierigkeiten, von den Witterungsverhältnissen, sehr mild. Die Hirsche sind zum Teil wieder zurück ins Sommerinstanzgebiet. Auf der einen Seite haben wir die italienische Grenze mit einem Nationalpark von Italien. Und auf der anderen Seite haben wir den Schweizerischen Nationalpark. Und dort haben sie natürlich absolute Ruhe. Und ja, von dem her können wir recht zufrieden sein mit der Bilanz. Und jetzt haben wir aktuell 12, die rum sind. Und mit dieser Situation müssen wir Jäger lernen umzugehen. Also das Wild tut sich anders verhalten. Das Wild ist viel besser verteilt. Das ist überall ein paar. Und weil es halt weniger hat, dann sind sie auch viel aufmerksamer durch den Wolf. Sie sind schleuer geworden. Sie sind wirklich alle Sinn wieder vorgegrabt, was sie jetzt Jahre nicht gebraucht haben. Und somit ist es auch für uns dann schwieriger, mit dieser Situation umzugehen. Also somit müssen wir uns dem Wolf anpassen oder der neuen Situation. Die Rothirsche sind überall auf dem Vormarsch in der Schweiz. Auch im Tessin braucht es regelmässig Sonderjagden, um sie zu regulieren. Und oft reicht auch das nicht. Zu fest nimmt der Laubwald mit Kastanien zu und es hat immer mehr milde Winter für die Hirsche ein Paradies. Auch im Wallis hat es dieses Jahr das erste Mal eine Sonderjagd gebraucht, um den kantonalen Abschussplan wegen der Waldschäden zu erfüllen. Die Jäger haben keine Freude daran. Auch in anderen Kantonen machen sich Rothirsche breit. Sie erobern 100 Jahre nach ihrer Wiedereinwanderung ihre alten Gebiete. Eine Dynamik, die noch lange nicht zu Ende ist. Und dort fragt, können nicht Wölfe, die auch zurück sind im Land, die Hirsche regulieren? Die Jäger braucht es ja gar nicht, meinen manchmal die Gegner von der Jagd. Wildbiologisch gesehen haben die Wölfe auf die Zahl ihrer Beutetiere nur wenig Einfluss. Wir haben heute Wildbestände im Land, wie sie im Mittelalter nicht mehr. Das Beispiel der Wolfsfamilien am Kalanda macht deutlich, wie die Wölfe funktionieren. Der Kern des Rudels ist ein Paar mit seinen Jungen. Die zwei verteidigen ein Territorium von rund 250 Quadratkilometern gegen jeden fremden Wolf. Eine Fläche von der Größe des Kantons Zug. Das Paar ist das Leben lang verbunden. Und das Weibli sorgt dafür, dass nur eins allein Junge hat. Das verhindert, dass es zu viele Wölfe gibt im Revier. Das Paar zieht die Welpen gemeinsam auf. Sie wachsen an bis im Winter und begleiten die Eltern noch ein bisschen tollpatschig auf die Jagd und lernen so, wie es geht. Sie sind fast gleich groß und man kennt sie nur am Jugendfell.
Im nächsten Mai wirft die Mutter wieder Junge. Die Geschwister vom Vorjahr helfen mit beim Aufziehen. Diese Szene, gefilmt von Stefano Pogliotto in Piemont, zeigt drei Generationen, die unglaublich fürsorglich und spielerisch miteinander umgehen. Die brutale Rangordnung und Zähnefletschen gibt es nur bei Wölfen in engen Gehegen, ähnlich wie bei Menschen in einem Gefängnis. Das hier ist die Wirklichkeit von wilden Wölfen. Im Laufe des Jahres wandern die älteren Jungen meistens ab. Das verhindert die Inzucht, wenn sie Geschlechter werden. Sie können weit wandern auf der Suche nach einem Partner und einem eigenen Territorium. Das sind genau die jungen Wanderer aus Italien, die auch die Schweiz besiedelt haben. Dass nur so wenig Wölfe ein Riesenterritorium verteidigen, hängt vom zentralen Paar ab. Wenn man jetzt einen von diesen beiden schießt, bricht alles zusammen. Dann kommen vor allem seit der Jungwölfe, die ein Revier gründen wollen und die dann zu mehreren auch Junge haben. Das gibt den mehr Wölfe, als man vorher hatte. Eine Wolfsfamilie sorgt für gesundes Wild im Territorium. Hirsch mit Verletzungen nach einem Kampf, die werden genommen. Durch die Wölfe jagen werden die Hirschgeweih stärker. Das ist dokumentiert. Sie bewegen das Wild und verteilen es auf der Fläche. Das ist günstig für einen Wald. Abgesehen von ein paar Ausnahmen bei den Alpenrehen sorgen die Wölfe dafür, dass die Rehe in tiefen Lagen bleiben, wo es genug Unterholz zum Verschliefen hat. Wo es viel Schnee hat, haben die Rehe keine Chance mehr. Das ist Natur. Nur mit Hilfe des Menschen kommen sie in hohen Lagen vor. Die Strategie der Gämsen gegen die Wölfe sind die Felsen. Dort sind sie überlegen. Und sie leben gesünder, weil es dort trocken ist. Die Feuchtigkeit im Wald macht Gämsen krank. In Italien gibt es Wölfe, die nur von jungen Wildsäulen leben. Dort leisten sie einen Beitrag zur Gesundheit und der Grösse der Rotte. Die zwei Erwachsenen bilden Nachhut als Schutz vor den Wölfen. Vor den Erwachsenen muss sich ein Wolf in Acht nehmen. Im Alpenraum gibt es allerdings eine alte Feindschaft von den Menschen gegen die Wölfe. Die flammt heute wieder auf. Im Wallis setzt man alles dran, jeden Wolf zu schiessen, legal, wenn es geht. Politiker schüren den alten Hass gezielt, der Wolf hilft ihnen bei der Wahl. Zum Beispiel René Fournier, der als Regierungsrat im Amt verurteilt worden ist, weil er einen Gerichtsentscheid um einen Wolfsabschuss missachtet hat. In seiner Wahlkampagne für einen Ständerat hat er die Jäger mobilisiert und versprochen, dass er die Wölfe und Luchs in Bern bekämpfen, damit die Jagd weiter möglich sei. Und er hat 2010 der Rundschau gesagt, er sagt der Jäger, was er denkt. Der Wolf muss auf unserem Gebiet geschossen werden. Er macht massive Schäden bei den Wildtieren. Und dass man ihn nicht regulieren kann wie alle anderen Tiere, das sei nicht gut. Ein offener Appell vom Staatsrat an die Walliser Jäger für illegale Abschüsse der geschützten Wölfe. Fotofallenbilder aus einem Projekt von der Uni Bern. Die Kameras sind im Einsatz, um im Wallis zu dokumentieren, ob Wölfe und Luchs tatsächlich die Wildtiere reduzieren. Netz Natur erzählt Raphael Arletta, Professor für Naturschutzbiologie an der Uni Bern und selber Walliser, dass sein Projekt soll die Schwankungen der Beutetiere und ihrer Fressfind in Raum und Zeit dokumentieren, um herauszufinden, ob die Beutegriffer tatsächlich zahlenmässigen Einfluss haben auf die Beutetiere. Und zu ihrer grossen Überraschung haben sie gesehen, dass es extrem wenig Luchs hat. Eine Zahl, die nach einer Studie nur 20% von dem entspreche, was man im Wallis erwarten müsste. Es gäbe im Moment im Wallis etwa 10 bis 12 selbstständige Luchs. Bei den Wölfen konnte man bestätigen, was beim Monitoring von der kantonalen Wildhut herausgekommen ist. Aber sie haben gesehen, dass es eine grosse Instabilität gab bei der Besiedlung durch einen Wolf. Das sei für die Studie nicht gut. Man bräuchte eine klare Tendenz zur Präsenz des Wolfs und stabile Verhältnisse bei der Präsenz des Luchs. Leider wegen der Wilderei sei alles sehr unsicher und das sei nur durch die Wilderei zu erklären. Auf jeden Fall die Situation des Luchs und man wisse auch, dass Wölfe gewildert werden im Wallis, was sich auswirkt auf die Rudel, die sich bilden. Sagt der Raphael Arletta, Professor für Naturschutzbiologie an der Uni Bern.
Nicht Natur sind Dokumente zugespielt worden, die illegale Fallen zeigen, die man im Wallis gegen die Lux aufgestellt hat, hier mit Hirner als Köder drin. Zudem sagt der Dienstchef für Jagd und Fischerei im Wallis, der Peter Scheibler. Gibt es im Wallis Bilderei von Luchs? Ich kann das nicht, also einschätzen kann ich es nicht, weil ich es nicht weiss. Wie ich auch vorher gesagt habe, ich kann nur darüber mich äußern, was ich weiss. Meine Wildtäter signalisieren mir keine Luchswilderien und wir haben in den letzten Jahren nie eine Luchswilderie aufgedeckt. Die Geschichte der Luchs im Land ist gepflastert mit Dokumenten der Wilderei in vielen Landesteilen. Und immer wieder machen die Jäger Stimmung gegen die Luchs. Zuletzt der Präsident von Jagd Schweiz, einem Verband der Jäger in der Schweiz, der Hans-Peter Egli, in einem Beitrag von der Sendung 10 vor 10 vom August 2018. Es ist ja so beim Loch genau gleich wie mit anderen Wildtierbeständen. Wenn es zu gross wird, richtet es natürlich Schaden an. Der Loch an den Schalenwildbeständen vor allem, an den Reh und am Gams. Und wenn die Bestände zu hoch sind in einem Gebiet, dann verschwindet einfach die Rehe und Gams. Ob man die Luchs regulieren muss? Der Raphael Arletta sagt, die Luchs werden durch die Anwesenheit von seiner Beute in seinem Territorium reguliert. Er hat ein grosses Revier, er sei ein Lurjäger und es sei die Zahl der Beutetiere, die entscheidet, wie viele Luchs das es hat. Aus biologischer Sicht gäbe es also absolut keinen Grund zur Regulation des Luchs. Man kann das Beispiel vom Steinadler nehmen, der seit 50 Jahren geschützt ist. Am Anfang hat die Population sehr stark zugenommen. Sie hat dann mehr oder weniger ihre Sättigung erreicht, das heisst ein stabiles Niveau, und man sieht gleichzeitig eine Stabilität bei den Beutetieren. Der Steinadler hat also sehr wenig Einfluss auf die Zahlen seiner Beutetiere. In den Patentkantonen, hier in Graubünden, überwachen professionelle Wildhüter vom Kanton den Jagdbetrieb. In den meisten Revierkantonen liegt die Aufsicht über die Jagd, die das Bundesgesetz verlangt, bei den Mitgliedern der Jagdgesellschaften oder bei den Pächtern selber. Hier heisst es, die Jagdaufsicht im Jagdrevier wird durch die betreffende Jagdgesellschaft sichergestellt. Oder die jagdpolizeilichen Befugnisse stehen den Jagdaufsehern in den eingetragenen Revieren zu. Jeder Kanton hat sein eigenes Jagdgesetz. Solothurn hat für Bann- und Schutzgebiet zusätzlich staatliche Aufseher. Bei diesen kantonalen Gesetzen haben wir Markus Schäfer, Professor für Verfassungsrecht an der Uni Basel, gefragt. Jagdpächter, die selber die Rolle der Jagdpolizei übernehmen, geht das? Das kann durchaus sinnvoll sein, nämlich dann, wenn ein Privater über besondere Fachkenntnis verfügt und das Gesetz darum besser umsetzen kann als eine Behörde. Das System kommt aber auch an seine Grenzen. Es muss nämlich sichergestellt sein, und das verlangt die Bundesverfassung, dass der beaufsichtigende Behörde unbefangen ihrer Arbeit nachgeht und nicht selber schon zu fest verbandelt ist. Ein Problem haben wir sicher dann, wenn ein ganz besonders enges Verhältnis beispielsweise zwischen dem Jagdpächter und seiner Aufsicht besteht. Wenn da zwei gute Freunde sind, die regelmäßig miteinander sich sehen und unterhalten, Kontakt haben miteinander. Oder im Extremfall, wenn es gerade die gleiche Person ist, dann ging es natürlich nicht mehr. Wer müsste aktiv werden für eine Veränderung? Also in unserer Situation ist es so, dass Kantone zuerst einmal zuständig sind, um die Aufsicht zu regeln. Das heisst, Kantone wären auch die, die etwas ändern könnten. Und im Hintergrund ist natürlich die zuständige Behörde vom Bund, die auch muss sicherstellen muss, dass Kantone das Gesetz richtig umsetzen. Termin beim Bundesamt für Umwelt zu Bern, beim Reinhard Schniedrig, der beim Bund zuständig ist für die Jagd. Was sagt er zur Unabhängigkeit von der Jagdaufsicht? Das ist richtig. Das Bundesgesetz verlangt die effiziente Jagdaufsicht. Die muss gewährleistet sein. Wir sind vor allem dann am Eingreifen oder am Nachschauen oder am Korrigieren, wenn wir merken, es gibt Probleme. Also wenn jetzt beispielsweise ein Wildereinfall in die Sohre kommt, geschützte Tiere zum Beispiel, das gibt es ab und zu, so dann muss das nachher aufgeklärt sein vom Kanton. Der Kanton ist mehr als die Jagdaufseher. Der Kanton hat die Polizei, er hat die Zentrale, die Jagd ist, das ist Teil der Jagdpolizei, also der Jagdverwalter selber und Gina Adjunkt und vielleicht noch andere Angestellte von der Zentrale sind Teil von der Jagdpolizei und dann müsste das gehandelt werden. Mir sind solche Probleme nicht bekannt, aber es ist richtig, wenn aus dem Revier raus ein Jagdaufseher soll seine Kollegen beaufsichtigen, ist das nicht unabhängig und das kann auch nicht effizient ablaufen. Zurzeit ist eine Revision des Jagdgesetzes im Parlament, die vorsieht, dass Kantone geschützte Wölfe, Luchs und Biber selber regulieren. Aber wie soll das gehen ohne professionelle, unabhängige Wildhüter?
In den Patentkantonen wie hier in Graubünden verfolgen Wildhüter, Angestellte vom Kanton, ganz genau, wie sich zum Beispiel die Wölfe verhalten. Sie sammeln Code für die DNA-Bestimmung und sie kennen die Wölfe und könnten auch gezielt über den ganzen Kanton eingreifen, wenn das nötig wäre. Anders sieht das aus bei den vier Kantonen. In Bezug auf die neue Jagdgesetzrevision, die hier ansteht, ist ja gerade bei diesen vier Kantonen durchaus eine Baustelle rum, weil ja gar keine Profis rum sind, die diesen Vollzug gewährleisten könnten. Das ist tatsächlich auch ein Thema, das ich sehe. Also gerade jetzt mit dem Zurückkommen von Arten wie der Biber, wie der Luchs, wie der Wolf, so Arten, die machen ja nicht vor einem Flachland, vor Zürich oder Aargau Halt. Also wir haben hier Arten, die eine Betreuung brauchen in der Kulturlandschaft Schweiz, wo einfach eine professionelle Wildhüte an der Front notwendig ist. Ich glaube weniger als Jagdpolizei oder sowas, aber einfach für den Umgang zu finden in dem neuen Zeitgeist, weil wir haben städtisch geprägt und so weiter, mit den Arten, die durch unsere Kulturlandschaft einfach ein Management brauchen. Also das ist ein Thema, das wir in Zukunft diskutieren müssen. Wir haben gerade eine Abstimmung in unserem Land, Wildhüter statt Jäger. Ich meinte, das Richtige wäre Wildhüter und Jäger. Zwischen den Alpen und dem Jura warten auf die Jäger in der Schweiz grosse Herausforderungen. Zum Beispiel mit einer Wildart, die man seit langer Zeit bejagt. Ein Ausschnitt aus einem Kostümschinken. Im Spielfilm «Die Bartholomäusnacht» von 1994 in der Regie von Patrice Chéreau ist eine königliche Wildsaujagd im Jahr 1572 ziemlich realistisch inszeniert, was überhaupt nicht zimperlich zu und her geht. Hundemeute haben einen Keiler müssen stellen, den man dann mit einem speziellen Spieß abgestochen hat. Einen Spieß! Einen Spieß! Wieso nimmst du nicht meine Pistole? Nein, da fühlt man noch nicht, wie die Kugel eintritt. Wo ist da die Lust? Einen Spieß! Na los, die Pferde! Wenn es in unserer Fauna eine Tierart gibt, die man als clever bezeichnen kann, so sind das die Wildsäue. Mit dem Wasser kommen sie genauso gut zurecht wie mit dem Wald oder dem Feld. Ein erfahrenes Weibli, ein Bacher, führt eine Gruppe an, die sogenannte Rotte. Sie sorgt für die Orientierung und den sozialen Zusammenhalt. Wildsäue sind fruchtbar. Die Jungen kommen in einem Nest aus Pflanzenmaterial auf die Welt. In den letzten Jahren ist das Nahrungsangebot der Wildsäue riesig. Eicheln und Buchennüsse jede Menge. Und die milden Jahre sorgen dafür, dass sie sich noch mehr vermehren. Manchmal haben sie nicht nur einmal, sondern zweimal Junge. Die Männchen, die Keiler, sind häufig einzeln unterwegs. Sie sind Wellness-Freaks, ein Schlammbad in der Sule, jederzeit. Und dann genüsslich eine Massage. Wenn die Wildsäue in die Felder gehen, dann gibt das Ärger. Was die Bauern säen, gefällt auch ihnen. Wenn es brenzlig wird, verduften sie. Und so sieht es aus, wenn sie eine Wintersaat gekehrt haben, zum Regenwurm und Keimling suchen. Und da sind sie im Aargau in einem reifen Maisfeld gewesen. Der Schaden ist total. Barbara Gollwitzer von Netz Natur hat eine Videofalle gestellt und sie auf frischer Tat ertappt. Die Drohnenaufnahme zeigt, was sie in diesem Feld gebosget haben. Der Bauer und der Pächter von diesem Jagdrevier treffen sich mit dem Schätzer vom Kanton, der den Schaden aufnimmt und bestimmt, wie viel Entschädigung der betroffene Landwirt zugute hat.
So objektiv wie möglich wird der Schaden aufgenommen. Die Jagdgesellschaft muss im Aargau für diesen Schaden aufkommen. Darum hat sie eine Interessenzahl der Wildzäune zu regulieren. Mit sogenannten Kirigen, mit Spielzeug und mit ein bisschen Mais als Goodie probieren die Jäger, die Zäune im Wald zu beschäftigen. Hier begleiten wir den Hans Döbele auf einen Nachtansitz auf Wildzäune. Denn die Bauern und auch die Entschädigungen, die die Jagdvereine zahlen müssen, verlangen nach einer massiven Reduktion der Wildzäune. Hier hat es aber nur Reh. Filmen mit Licht liegt hier nicht drin, sonst sind sie weg. Also arbeiten wir mit einer Kamera, die Wärmebilder macht. Der Hans Döbele ist auf dem Hochsitz mit dem Gewehr parat. Die Rehe sind immer noch auf der Wiese, aber weit und breit keine Sau. Dann zeigt er uns, wo die Zäune gewesen sind. Wir haben im Aargau relativ viel, 1500 Zäune geschossen bis jetzt. Und das Jahr ist noch nicht fertig. Und ja. Es hat zugenommen, so wie die Schäden auch zugenommen haben. In einer Rekordhöhe haben wir sie jetzt von 850'000 Franken. Mhm. Sie sind hier jetzt wieder frisch drin gewesen. Darum sitzen wir eigentlich hier an. Sie sind so schlau, dass sie sich an gewisse Lichtarten gewöhnen. Auto gewöhnen sich, Velomotor. Also, es gibt Jäger, die sagen, wenn der Subaru in den Wald geht, dann geht das Auto zum Wald aus. Ab 2019 dürfen die Jäger mit Spezialausbildung Wildzäune auch mit Nachtsichtzielvorrichtung schiessen. Hier so ein Abschuss. In völliger Dunkelheit rechnen Zäune nicht mit einem Jäger. Vorläufig wenigstens. Wenn schon geschossen werden muss, dann ist dieser Abschuss tiergerecht. Das hier ist die Zielvorrichtung für einen Nachtschuss, die der Jagderfolg auf Wildzäune deutlich verbessern soll. Er sagt, dass man einen gezielten Schuss, der den Tod schnell eintreten soll, dass das halt einfach ein Ziel ist, für, auch für jeden Jäger. Das kann man mit diesen heutigen Hilfsmitteln. Wenn wir das Gefühl haben, die Wildzäune in der Schweiz machen ein Problem, dann lohnt sich ein Blick über die Grenzen. Immer wieder schwimmen Säue aus Deutschland über den Rhein. Das schaffen sie locker. Wir begleiten den Nachsuchehundeführer und Jäger Tino Schenk an eine grosse Wildsaujagd im Hegekreis von Blumberg, ein paar Kilometer nördlich von Schaffhausen. Hier haben die Wildsäue graben, die Schäden sind immens. 86 Jäger sollen heute dort Wildsäue reduzieren. Die Regulation ist dringend, die Wildsaupopulation nimmt ständig zu, wegen dem intensiven Maisanbau und dem milden Winter. Alles ist streng geregelt. Jeder Jäger zeigt seinen Jagdausweis. Und dann kommt das Brauchtum zu seinem Recht. Und dann begrüßt der Jagdleiter Manfred Bouillon die Jäger und gibt Instruktionen für die Jagd. Es ist ein wunderschöner Tag und ich denke, Hörnerschall und Hundegeläut und eine zünftige Jagdstrecke ohne Unfall, das ist unser Wunsch. Begrüßen möchte ich natürlich alle. Es sind österreichische Jagdfreunde bei uns, es sind Schweizer Jagdfreunde bei uns. Und ich denke, mit dieser Truppe, die ja seit vielen Jahren hier bei uns zu Gast ist, haben wir gute Aussichten, dass wir einen schönen Jagdtag erleben werden. Bei so vielen Jägern, die mit Kugelgewehr jagen, steht die Sicherheit an erster Stelle. Jeder Jäger geht jetzt auf seinen Anstand, der mit Farbe am Baum genau bezeichnet ist. Erst jetzt wird die Waffe geladen. Und dann heisst es warten. Zeit für ein Gespräch mit dem Tino Schenk. Da sind wir natürlich optimal bedient mit den Halden links rund, also rundum mit dem Kessel. Wir haben einen wunderbaren Kugelfang. Wir wollen aber nicht überall schiessen, weil wir doch Unterholz haben. Wir haben Aschmaterial dazwischen steht und da schiessen wir einfach nicht. Also die Treiber haben jetzt angefangen. Die hören wir ja im Hintergrund. Schau, jetzt geht sie doch ob sie dort. Eine, zwei. Sind nicht darauf.
Hey, schau da oben. Die Jagd gilt heute an dieser Stelle nur der Säue. Frischlinge, ja. Zwei Frischlinge, siehst du? Ich kann jetzt einfach nicht schiessen. Da, schau mal da. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück. Es geht alle ins Loch auf. Bach voraus, siehst du? Das ist die Alte. Die gehen da oben in die Dickicht rein. Der Tino Schenk schießt nicht. Ein Schuss durch den Test war dort zu riskant. Also, da sind 10 Stück sind mindestens. Wo die Jagd fertig ist, wartet schon der nächste Job. Ein von den Jägern erklärt ihm, wo er eine Sau angeschossen hat. Verletzte Säue können gefährlich sein. Darum trägt der Tino Schenk und auch sein Hund eine Schutzausrüstung. Ja. Und dort haben wir ein blaues Bändchen. Okay. Und dort haben wir Schweiß. Auch wieder Schweiß gehabt. Okay. Und dann geht es dort in den Wechsel oben. Okay. Dann nimmt der Hund zielsicher die Spur vom verletzten Tier auf. Der Tino hinten drin durch dick und dünn. Schweiß. Schweiß heisst, es hat eine Blutspur. Hier stoßen sie auf ein zweites Nachsuchungsspann, das ihnen entgegenkommt. Sie sind auf der Spur von der gleichen Wildsau, die weiter vorne noch mal beschossen worden ist. Dort, wo sie verendet ist, führen beide Spuren zusammen. Spuren vom verletzten Tier, die für die Nachsuche-Spezialisten wichtig sind. Blut, Fleischstücke und Knochensplitter. Der Jagdleiter vom Abschnitt rekonstruiert den Leidensweg von dieser Sau. Mindestens drei. Mindestens drei, die müssen wir jetzt und unten anschauen. Genau. Weil er einmal, Lauf, war seine Prognose. Zwei. Richtig. Und der Erlöser unten. Genau. Alle geschossenen Säue werden noch im Wald ausgenommen und man nimmt Gewebeproben für die Trichinenuntersuchung im Labor. Die ist in Deutschland und der Schweiz obligatorisch. Bei jeder toten Sau wird anhand von Einschüssen nochmal nachvollzogen, wenn sie geschossen worden ist. Für das sind Profimetzger da. Die Organisation von dieser Jagd, die ist perfekt. 17 Wildsäue liegen auf der Strecke. Die Schussprotokolle sagen, dass für das 34 Schüsse abgegeben worden sind. Und dann ist wieder Brauchtum angesagt. Man hornt Schwein tot. Die Hornsignale schreibt man dem deutschen Fürst Hans Heinrich XI. Von Pless im 19. Jahrhundert zu. Eine schwarze Seite vom sogenannten Schwarzwild. Eine Trichine, ein Würmli von maximal 4 mm Länge. Die Würme leben im Darm von Säu, machen dort Junge, die dann als Larven das Muskelgewebe befallen. Dort bilden sie Kapseln. Wenn ein Mensch Trichinenfleisch isst, passiert ihm das gleiche. Am Schluss haben mehr winzige Wurmkapseln in den Muskeln. Die Atomkatastrophe von Tschernobyl vor 33 Jahren hat Auswirkungen bis zu den Wildsäuen. Wolken im Südostwind haben 1986 besonders stark im Tessin abgeregnet. Das radioaktive Isotop Cäsium-137 ist in den Boden gekommen. Dort reichert es sich an in Pilz und man ahnt es dann in bestimmten Wildsäuen, die diese Pilze sehr gerne fressen. Darum werden heute noch die Wildsäuen aus der Tessiner Jagd von den Veterinärbehörden auf Cäsium untersucht. Wildsäuen mit hohem Wert werden beschlagnahmt. Die radioaktive Belastung ist in den letzten Jahren deutlich zurückgegangen. Aber die Tierärztin Chiara Menegatti, die die Untersuchungen vom Veterinäramt hier mit einem Geigerzähler macht, erklärt im Büro vom Wildtierstützpunkt in Lamone. In den letzten Jahren sind die Werte tendenziell zurückgegangen. Also man sieht allgemein tiefere Werte. Aber wenn man genau schaut, gibt es einzelne Tiere, wenige, die ziemlich hohe Belastungen haben.
Genau das Auftauchen von so hohen Wert, bis zu 5-mal über dem Lebensmittelgrenzwert, rechtfertige, dass man immer noch alle Tiere, die geschossen werden, in der Jagdzeit auf Radioaktivität kontrollieren. Catturati durante la stagione della caccia. Und nochmal ein Problem bei Wildzeug. Wenn es wirklich massig Wildzeug hat, bricht häufig ein Virus aus, die sogenannte Schweinepest. Da suchen 1998 Wildhüter im Tessin nach toten Wildzeug, nach Schweinepestkadaver. Das Virus ist eine Riesengefahr, nicht für einen Mensch, aber für Betriebe, die Haussäue mästen. Bei der Schweinepest muss man ganze Saubestände ausmerzen, ein Riesenschaden. Neu ist die afrikanische Schweinepest aus Osteuropa auf dem Vormarsch. Das rechtfertigt, dass man Wildzeug über die Jagd in ganz Europa, auch bei uns, stark reguliert. Die Jagd von heute hat also ihren Platz, sei es als Vergnügen und Passion, sei es zum Regulieren der Wildbestände. Die Menschheit hat sich nur dank der Jagd entwickelt. Eine Höhlenmalerei von einer Wiesentjagd in Südfrankreich, die über 20'000 Jahre alt ist. Unsere Vorfahren haben bis vor rund 10'000 Jahren, bis zum Ackerbau, hauptsächlich von Fleisch gelebt. Aber in der ganzen Menschheitsgeschichte über Hunderttausende von Jahren ist das Verhältnis zu den Tieren, die man gejagt hat, zur ganzen Natur ein völlig anders gesehen als heute. Wenn man ein Tier tötet und sein Fleisch isst, dann geht die Energie, der Geist von seinem Leben, in einem selber über. Und wenn jemand stirbt, geht seine Lebensenergie wieder zurück in den Strom von der Natur. Das Phänomen vom Leben ist nicht der Besitz vom Einzelnen, sondern ein volatiler Geist, der immer weitergeht, von einem zum nächsten in der Zeit. Wenn man ein Tier getötet hat, ist das nicht das Ende von seinem Lebensgeist gewesen. Der Tod als Transformation vom Leben in eine neue Form in der Natur und nicht das Ende. Das hat zu Respekt geführt, von allen Lebewesen, vom kleinsten bis zum grössten. Der Mensch ist einfach Teil des Ganzen gewesen und nicht überlegen. Bei den indigenen Völkern von Amerika, wo man häufig Indianer sagt, schimmert die uralte Spiritualität bis heute durch. Cheyenne-Jäger haben die Wölfe als grosses Jagdvorbild verehrt. Es sind mündliche Jagdvorschriften überliefert, die verbieten, dass man Tiere, die flüchten, die nicht einverstanden sind mit ihrer Transformation, erlegt. In South Dakota haben wir 2010 den Francis Whitelands, ein Hayoka, ein Weiser vom Stamm der Lakota, können befragen. Er erzählt. Büffelzeremonie leitet uns an, wie man auf der Erde lebt. Wir wissen nicht wie. Wo die Büffelzeremonie, wo die Pfeife zu uns kam, haben wir angefangen, nach den Regeln zu leben. Wir jagen nicht als Sport. Wir jagen, dass wir etwas zu essen haben, zum Überleben, zum Familien ernähren. Und die verschiedenen Teile von einem Tier, die man isst, müssen unterschiedlich behandelt werden. Ein heiliges Stück vom Büffel ist seine Zunge. Etwas vom Besten. Das gibt man den Geistern zurück. Der tiefe Respekt vor allen Lebewesen ist bei uns längstens unter die Räder gekommen. Nochmal eine Druckjagd in einem Jagdrevier im Aargau. Nochmal ein Versuch zum Dokumentieren, wenn man Tiere schiessen kann, ohne dass sie leiden. Jagdleiter ist der Hans Döbeli, der viel zu dieser Sendung und zum positiven Eindruck von der Jagd beigetragen hat. Für ein Geschlecht. Wir jagen Fuchs, Dachs, keine Hasen. Aber grundsätzlich jagen wir jung vor alt. Und bei den Sauen ist das genau dasselbe. Für die Sicherheit müssen sich alle Jagenden genau an den Zeitplan halten. Der Jagdleiter gibt Signal zum Trieb. Die Jäger auf Anstand geben das weiter. Anspannung und Konzentration, ob etwas kommt. Zum Aufstöbern von versteckten Tieren werden Hunde eingesetzt.
Drei Gämsen flüchten vor dem Trieb. Sie werden nicht gejagt. Und dann kommt der Reh und es klopft. So präzise müsste eigentlich jeder Schuss sitzen, dass er das Tier, wenn du, sofort tötet. Das Hornsignal Reh tot. Vier mehr Rehe hat man erlegt vom ganzen Kontingent, wo die Jagdgesellschaft nach dem Abschussplan vom Kanton muss schiessen. Und dann wieder der Hut vor dem Wild und die Hörner vereinen die Jäger zu einem eingeschworenen Bund voller Emotionen. Ein Bund, der weit ins Leben, in die Politik ausstrahlt. Doch mit Blick auf die Tiergerechtigkeit gibt es ein paar Fragen. Wir haben üble Schrotschüsse gefilmt. Die Jagd mit Schrot auf Reh und junge Wildsäu schafft häufig Leiden bei den Tieren. Wir fragen den Jagdleiter, den Hans Döbeli, wie tiergerecht eine Jagd mit Schrot sei. Wenn man es richtig macht und gut geübt hat, ist das sicher. Und es eben korrekt macht, ist es eine gute Sache. Was heisst korrekt machen? Üben, Distanz einhalten. Und zwar nicht nur die gesetzliche Distanz, sondern die Distanz, wo man das Gefühl hat, da ist es noch gut, da breche ich noch und da habe ich die richtige Waffe dafür und alles. Also die 30 Meter sind oberstes der Gefühle. Wenn man jetzt ein Verbot für Schrot aussprechen würde, was würde das heißen für die Jagd? Mit dem Schrot hat man doch eine gewisse Sicherheit, dass man nicht extreme Bestandteile von Kugeln noch weit gehen. Also das kann immer noch sein, dass ein Kugelschuss, wo Ball aus dem Winkel und alles stimmt, immer noch weit fortgeht. Beim Schrot ist die Wahrscheinlichkeit einfach nach einer bestimmten Distanz fertig. Da kann nicht mehr viel passieren. Oder? Der Nachsuchenspezialist Tino Schenk sieht das kritischer. Aus Sicht der Nachsucherei ist der Schuss mit Schrot etwas am Schwierigsten, was es überhaupt gibt. Und, weil die Distanzen zum Teil nicht eingehalten werden, gibt es eine Grunddistanz zwischen 25 und 30 Meter. Das Tier super breit steht, dann tötet man es und dann geht es auch um. Und je weiter die Distanz ist, desto schwieriger wird es. Die sind mit Schrot getroffen, geflüchtet aber. Und das Rehwild ist ein Schalenwild, das sich sehr schnell verschlauft. Und wenn irgendwo Schrotkügel nicht im tödlichen Bereich sind, können die elendlich zu Grund gehen. Und ich sage es nochmal, die Erfolgsquote auf Schrotnachsuche sind bei mir von 10 Schrotdrehnachsuchen habe ich eine Erfolgsquote von 3 Tieren, die ich finde. Tatsächlich. Wieso gibt es Fehlschüsse? Überhastete Schussabgaben, die Hindernisse, die zwischen dem Ziel und dem Schütz sind, das sind Studen, das sind Bäume unter anderem, und schnell anwachsendes Tier, wo sehr schnell und flüchtig daherkommt. Also die richtig auf der Flucht sind? Richtig auf der Flucht sind, das führt zu Fehlschüssen. Haben denn die Jäger zu wenig Geduld? Man muss so sagen, dass natürlich, wenn man auf einem Stand ist und die Jagd angefangen hat und das Tier anwechselt, steigt der Puls. Also man hat einen höheren Adrenalinspiegel, man ist nervös, es kann zu Überhastung führen. Es ist eine Spannung da und die Spannung kann unter Umständen zu einer Hastigkeit von einer Schussabgabe führen. Zum Treffsicherheit der Jagenden zu verbessern, schreibt der Bund neu jedes Jahr einen Nachweis vor, dass man tatsächlich abbreicht. 4 Schüsse mit Schrot auf die bewegte Scheibe mit Reh und Fuchs und dann noch 4 mit Kugeln auf eine 100 Meter Scheibe mit dem Reh. Nur mit diesem Nachweis darf man auch auf die Jagd. Der Standwart Hans-Peter Landis sagt, jeder Schuss ein Treffer, auf den übt man auch. Und ich sage, der Jäger, der schiesst eigentlich wirklich, wenn er sicher ist. Klar, also, es ist alles möglich, aber also zu 99%, wenn man schiesst, dann trifft man am Hochsitz. Zusätzlich zum obligatorischen Training mit der Kugel auf die Wildsau.
Gibt es auch Leute, die nicht erfüllen? Selbstverständlich gibt es das. Also man kann das x-mal wiederholen. Das ist ja eigentlich auch das Ziel, dass die, die das erste Mal nicht erfüllen oder das zweite Mal nicht erfüllen, dass sie hier trainingshalber einfach üben können, bis sie es erfüllt haben. Und wenn sie es erfüllt haben, dürfen sie dann selbstverständlich auch auf die Jagd. Monika Aschbacher nimmt das Training ernst. Wir wollten noch mehr wissen. Die Situation hier, ist die vergleichbar mit der Realität? Ist natürlich nicht real, aber zum Üben ist es gut. Auf alle Fälle. Und so die wirklich Spannung, jetzt ein echtes Tier von sich haben, hat man das hier auch? Nein, das ist natürlich klar. Man weiss, hier kann man üben, es ist eine Scheibe. Das heisst natürlich, wenn man dann aufs Tier geht, dass es sehr viel mehr Konzentration braucht und dass einfach wirklich nur geschossen wird, wenn es wirklich gute Treffer möglich sind. Wie ist es auf dem Jagdbetrieb? Gibt es etwa diese Fehlschüsse? Es kann natürlich Fehlschüsse geben. Das ist nicht zu vermeiden. Manchmal gibt es Bewegungen, wo sich das Tier im letzten Moment, wenn man eigentlich schon abdruckt, sich dreht oder aufkumpelt. Das kann es immer geben. Sind die häufig, die Fehlschüsse? Die schaut man natürlich so zu vermeiden, wie es irgendwie geht, dass man wirklich auf die ruhigen Tiere schießt und halt eben mal einmal lieber nicht, als dann halt einen gewagten Schuss machen. Also, mir geht es so. Aber was sind das, Land auf, Land ab, für Emotionen, wenn ein Mensch ein Tier im Visier hat und es dann schießt? Das ist schwer zu gründen. Vertraulich hat mir das ein Jäger geschildert. Ich habe das geschrieben und viele Jäger vorgelegt. Alle haben es bestätigt. Der Schauspieler John Rupf liest die Emotionen. Wenn sich ein Tier nähert, das man schießen kann. Man hat es angesprochen, es ist jagdbar und alles stimmt. Ist das ein sehr intimer Moment. Da stellt sich ein Zustand ein, irgendwo zwischen Gefühl und Verstand. Etwas Archaisches, das sich gefühlsmäßig ganz auf das Tier einlässt. Ein Zustand höchster Anspannung. Man versucht, instinktmäßig vorauszuspüren, wie es sich bewegen wird, wie man sich selbst bewegen muss, um zum Schuss zu kommen. Das Tier trotz hohem Puls, ruhigem Visier, bis zu dem Moment, in dem man langsam drückt, bis zum Rückstoß. Und knall. Und wenn man sieht, dass der Schuss gut war und das Tier fällt, löst sich mit ihm auch diese Anspannung in einem Bad der Emotionen zwischen Hochgefühl und überschwänglicher Freude und Bedauern über das, was man getan hat. Und wenn der Verstand wieder vollständig übernimmt, die Frage, hat man alles richtig gemacht? Oder hat man in der Erregung und der Emotion doch etwas übersehen? Die Jagd in der Schweiz ist also hoch emotional. Und es gibt einen Haufen Fragen. Zum Beispiel, ob man, wenn man eine Tierart zu stark reguliert, ob man nicht die biologische Kompensation auslöst, dass sie einfach noch mehr Junge macht. Drilling bei der Rehe. Hier an der Schweizer Grenze, im Schutzgebiet von der Petite Camargue Alsacienne, wo man nicht jagt, sieht man, wie sich Tiere verhalten, wo es keine Jäger gibt. Wo man Tiere bejagt, sieht die Allgemeinheit herzlich wenig von ihnen. Das ist ein Dilemma. Denn weil wir alle Ansprüche haben an unsere Lebensräume, muss man die Populationen regulieren. Die Rothirsche sind auch eine Herausforderung. Im Gebirge die anspruchsvolle Gemsjagd. Seit dem Wilhelm Tell eine alte Tradition der Bergbevölkerung. Können das Menschen in einer anderen Welt in der Stadt einfach so am Pranger stellen? Und nicht zu vergessen, nur dank der Jagdbegeisterung von der Königin Italien, wo im Ostertal ein Schutzgebiet für die Jagd eingerichtet haben, haben Steinböcke in den Alpen überlebt. Und andererseits, der Steinadler und der Bartgeier erinnern uns daran, bescheiden zu bleiben und nicht immer alles zu regulieren in der Natur, dort, wo das nicht nötig ist.
Auch in 100 Minuten haben wir lange nicht alle Facetten der Jagd in der Schweiz ansprechen können. Zum Beispiel bei den Füchsen, wo man intensiv wie kein anderes Tier bejagt, um sie zu reduzieren. Wo aber wildbiologisch nicht klar ist, ob man nicht sogar am Ende noch mehr Füchse hat, als wenn man sie in Ruhe lässt. Und wo mit der Baujagd ein besonders kontroverses Thema zur Diskussion steht, das lassen wir heute aus. Oder die sogenannte Niederjagd. Schneehasen und das Alpenschneehuhn, wo in keinster Weise eine Bejagung oder eine Regulierung nötig wäre, sondern im Gegenteil, wo wegen der Klimaerwärmung bei uns immer mehr in Schwierigkeiten kommen. Wenn ich als Biologe und Beobachter verschiedene Elemente aus der heutigen Sendung kommentieren möchte, dann habe ich wieder mal vier Punkte. Erstens, aus der Sicht der Wildtierbiologie ist es ganz klar, dass man die wilden Huftiere in unserem Land muss nach wissenschaftlichen Kriterien gescheit regulieren, damit man alle die verschiedenen Ansprüche, die viele Menschen in diesem Land an die Lebensräume haben, ans Berggebiet, an die Wälder, ans Landwirtschaftsgebiet unter einen Hut bringen. Zweitens. In unserer Gesellschaft haben wir die Realität vom Tod häufig so weit verdrängt, vor allem in städtischen Gesellschaften, meistens weiter weg vom Schuss, dass wir verschrecken, wenn wir dem Tod auf der Jagd so direkt begegnen. Man darf nicht vergessen, Fleisch essen ist etwas, das in der Natur immer wieder an vielen Orten vorkommt. Und wir Menschen vergessen oder verdrängen dabei gern, dass man dazu Tiere muss töten. Meistens passiert das hinter den diskreten Mauern von einem Schlachthof. Drittens, wir haben recherchiert und dokumentiert, dass es im Gegensatz zu dem, was ein Haufen Jäger sagen, einfach noch zu viele Fehlschüsse gibt, wo dann die Tiere nach einem Anschuss leiden müssen. Das hat nicht in erster Linie mit der schlechten Treffsicherheit zu tun, sondern nach unseren Beobachtungen hat das viel mehr zu tun mit persönlichen Emotionen, die entstehen, wenn man einen Schuss auf ein Tier abgibt. Da ist einfach zu wenig Disziplin vorhanden, dass man wirklich nur schießt, wenn man einen hundertprozentig sicheren Schuss anbringen kann. Und das ist vor allem bei Gesellschaftsjagden der Fall, wo die Tiere getrieben werden, wo sie schnell kommen, wo sie gestresst sind. Und da haben auch die Jäger das Gefühl, sie müssen pressieren. Um das zu ändern, braucht es nicht nur in einzelnen Kantonen, sondern in allen Kantonen eine wirkungsvolle, professionelle Jagdaufsicht, die nach der Verfassung unabhängig ist. Und jeder Jäger müsste halt jedes geschossene Tier vorweisen und bei einem Fehlschuss hat er auch entsprechende Konsequenzen zu gewärtigen. Und viertens, ich stelle fest, dass die Diskussion über die Jagd in der Schweiz extrem polarisiert ist. So, dass radikale Jagdgegner wichtige Verbesserungen bei der Jagd blockieren. Wenn jedes Eingeständnis von der Jägerschaft, dass man etwas verbessern müsste, sofort ausgeschlachtet wird, um die Jagd als Ganzes in Frage zu stellen, dann ziehen sich die gut vernetzten Jäger einfach in ihre geschlossenen Gesellschaften zurück, lassen sich nicht mehr in die Karten schauen und lassen sich nichts mehr sagen. So werden politische Reformen extrem schwierig. Und das geht letztlich auf Kosten der Tiere, die bejagt werden. Das war es von uns. Es geht jetzt weiter im Thema. Gerade nach dem 10 vor 10 erwartet Sie Jonas Breuer mit Gästen in einer Jagdhütte. Und es wird sicher eine angeregte und engagierte Diskussion geben. Das nächste Netz Natur, das können Sie wieder am 28. März.